So, wir sind immer noch bei der Thoriumspitze hier in der Sengenden Schlucht. Wir haben gestern, ich weiß es nicht mehr, was wir gestern gemacht haben. Ja, die Aufnahme ist schon ein paar Tage her jetzt. Wir brauchen noch ein Herz der Flamme, sehe ich gerade. Dann holen wir das, bevor wir die Quests abgeben. Genau, hier fertig umgestellt. Also hier unten umgestellt. So, und nein, war doch klar. Das hier erneuern, das hier erneuern, hier einen herstellen. Mein Mana ist zu niedrig. Mana ist zu niedrig. Dann machen wir einmal Hervorrufung. Gut. Einmal Essen herbeizaubern. Ich will das alles mal direkt hier hinten reinmachen. Und einmal Wasser herbeizaubern. Gut. Haben wir alles. Hallo? Bin ich doof. So. Total bescheuert. Gut. Also, wir werden heute noch versuchen, hier das letzte Herz der Flamme zu bekommen. Wie wir noch Level 46 waren, haben wir zig von diesen Elementaren gekillt und haben nicht ein einziges Herz bekommen. Wie wir Level 47 geworden sind, zack, sind uns die Dinger um die Ohren geflogen. Aber eins fehlt halt immer noch. Auch keins, auch Leute. Bevor ich den angreife, den greife ich gar nicht an. Von denen hat noch nicht einer ein Herz der Flamme gedroppt. Die sind alle nur hier bei den Inferno-Elementaren und bei den Lodern-Elementaren getroppt. 49. Und auch nix, auch Leute. Geht es so weiter, wie die Quest angefangen hat? Ja, ich sag mal, wenn nicht, killen wir halt das eine Magma-Elementar. Gucken, ob da vielleicht irgendeins droppt. Wo ist es denn jetzt hin? Da ist es ja. Ei, komm hier. Komm hier. Nicht zu weit weg. Ich bin außer Reichweite. Das ist doch blöd. Und dann auch noch die Spinnen da. Dass wir einmal außen rum reiten müssen. Da. Das greife ich noch nicht an. Ja, ich greife jetzt erstmal hier das Magma-Elementar an. Nein! Was willst du, Arsch, jetzt von mir? Also so war das jetzt nicht geplant. Und tschüss. Ja, das bringt nichts. Ja, ich sag mal, die Spinne haut zum Glück ab. Wir müssen einmal ein Stück weg. Nicht, dass sie hier noch mal sein komisches Ding macht. Boah, Glück gehabt. Und da ist das letzte Herz der Flamme. Gott sei Dank.
Gut, können wir die Quest direkt hier unten abgeben. Seid gegrüßt. Fehlerlose Flamme, bitteschön. Das Schmieden des Schafts bringt 8 Meteorium-beschichtete Dolche zu Kalaran Windblade. Die Zuchtmeister und Sklavenhändler haben die. Das Licht segne euch. Ja, eigentlich wollte ich heute nicht so viel aufnehmen. Ich wollte mich eigentlich heute mehr nach Tanaris stellen und gucken, ob vielleicht eine Gruppe für Sulfarak zu finden ist. Hier. Quest abgeben. Hallo. Redet mit mir. Bitteschön. Bitteschön. Und bitteschön. Schmuck. Bleibt sauber. Direkt anziehen. So, was hier ist, geht euch nee, durch den Kopf? Hier ist noch eine Quest. Ich bin ganz Ohr. Fort mit euch. Keine neuen Quests. Hallo. Nachschub, Königsblut, Eisen, schweres Leder. Benötigte Gegenstände, 10 schweres Leder, eine Kohle und dafür und dann bekommt man Ruf. Okay. Hier drüben gibt es noch Quests, habe ich gesehen. Das geht nicht, solange ihr auf einem Reittier sitzt, Leute. Gestohlen, Schmiedewindform und ein Ausguckhandfernrohr. Sucht die Schmiedewindform und das Ausguckhandfernrohr. Bringt diese Gegenstände zu Zuchtmeister Scrange in der sengenden Schlucht. Die einzigen Informationen, die ihr habt, sind: Die Schmiedewindform ist ein Schmiedewerkzeug, welches von Schmieden verwendet wird. Ehrlich? Und das Ausguckhandfernrohr ist ein unverzichtbares Werkzeug für Spähposten. Ehrlich? So, was haben wir hier noch? Erlege Dicke die Konkurrenz, tötet 15 Zuchtmeister und der Dunkeleisenzwerge und 15 Sklavenhändler der Dunkeleisenzwerge. Kehrt zu Zuchtmeister Scrunch zurück, sobald ihr die Aufgabe erfüllt habt. Und Vorarbeiter Maltorius. Tief in der Schlackengrube des Kessels in der singenden Schlucht werdet ihr den verräterischen Dunkeleisenzwerg Aufseher Maltorius finden. Tötet den Aufseher Maltorius und nehmt seinen Kopf an euch. Das ist wahrscheinlich Elite-Quest. Ja. Abbrechen. Ja, wir hatten ja gegen die 2 Level 48er schon keine Chance. Da brauchen wir das jetzt nicht auch noch machen. Stopp. So, das. Thorium-beschichteter Dolch gibt's bei Zuchtmeistern und Sklavenhändler. Die müssen wir ja eh killen. Also passt das doch. Schmiedewindform. Und Ausguckhandfernrohr. Okay. Wir müssen jetzt halt gucken, dass wir irgendwelche Punkte finden, wo sie nicht zu nah beieinander stehen. Hier zum Beispiel steht eine alleine. Das ist ein Dampfschmied. Dampfschmiede brauchen wir auch genau. Widerstanden. Ich muss hier mal wieder umändern. Dunkeleisenfragmente.
Ich, ja, ich glaube, da die Dunkeleisenfragmente kann man auch irgendwie für Schmieden benutzen. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Und da haben wir einen Dolch, also die Schmiede droppen auch die Dolche. Gut zu wissen. Schmied, Schmied. Ich sehe hier drüben sonst keinen mehr. Hatte der oben eigentlich auch Getränke? Weil ich würde schon gerne wieder hier von dem Trichterbindentau kaufen, weil das etwas schneller mit dem Recken dann geht. Reiten einmal kurz zurück. Ja, so weit sind wir noch nicht gekommen. Deswegen, wir können jetzt noch mal kurz zurückreiten. Oh, hier ist eine Kiste. Ihr sitzt auf einem Reittier. Mondbeerensaft brauchen wir alles nicht. Das hier schicke ich mal an meinen Bankcharakter. Wenn wir Level 60 sind, werden wir nämlich Küchenerei wieder verlernen und Verzauberkunst lernen. Da drüben ist der Händler. Redet mit mir. Echt jetzt? Hier, Trichterbindentau. Das weg. Komm, fort mit. Das kann auch weg. Die können weg. Das kann weg. Komm, der robuste Stein kann auch weg. Die Kohle behalten wir mal. Trichterbindentau. 1, 2, 3. Haben wir wieder 18. Gut. Das muss erstmal reichen. Zuchtmeister, Sklavenhändler. Ja, ich habe halt ein bisschen Schiss hier drüben, wenn da zwei so nah beieinander stehen. Ach, du brauchst doch nicht weinen. Wir haben doch alles möglich gemacht, was wir machen konnten. So, hier. Weil wenn der eine, wenn ich den einen jetzt angreife, kommt der andere mit. Dann schieb ich den. Und den. Ja, und den kill ich. Bitte was? Das ist zu weit entfernt. Zauber ist noch nicht bereit.
Bleib weg. Boah, Leute. Die stehen jetzt aber nicht immer so nah, oder? Alter Schwede. Gut, ich würde sagen, ich reck einmal und wir sehen uns dann morgen wieder.